5 Schuss, das ist ja auch grandios. Gut, da unten ist zu. Dann gehen wir mal lieber... Mensch, das ist die Gesundheitsanzeige. Wer hätte das denn nur gedacht? Okay, Medipack klein, aufheben, sehr gern. Okay, was haben wir hier im Crew gehabt? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach so, Medipack nutzen wahrscheinlich dann. Ja. Hier spricht Benson, alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Aha, ja. Das ist ja ganz toll, weil es ja nirgendwo Lüftungsschächte hier gibt, ne? Luft braucht man ja auch nirgendwo auf so einem Schiff. Lüftungsschächte? Ja, haha, schön. Ganz toll. Kann ich das hier irgendwie benutzen? Aha. Gut zu wissen, da ist, sind irgendwelche Punkte drin versteckt, irgendwelche Credits. Boah, Mann. Schockt mich nicht so. Isaac! Ja? Glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Yippie, Skippy. Ich bin ja so scharf drauf, hier alleine rumzurennen. Ja, nutzen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Orte zu checken. Button, Karte ist M. Und Aufgabe ändern E. Alles klar. So, Aufgabe, gucken wir mal. Achso, wenn ich dann auf der Karte bin wahrscheinlich, machen wir mal die Karte. So, wenn ich jetzt E drücke... Routen steht unten, okay. Es ist ja so... das ist ja 3D-mäßig gemacht. Mit sowas komme ich ja gar nicht klar. Ich sehe schon, das Spiel wird sehr spaßig mit mir haben. Beziehungsweise ich mit dem Spiel. So, ich würde es dann aber auch gern wieder wegmachen. Okay. So, gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Platine benötigt, alles klar. So. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir hier überhaupt irgendwas? Wir haben einen Speicherpunkt, das ist aber schön. Gut, dann speichere ich erstmal das Spiel. Habe ich jetzt gespeichert? Ich guck nochmal. Ja, okay. Das erschien mir jetzt so schnell und schmerzlos. Gut, ja, okay, alles klar. So, haben wir also jetzt einen Spielstand, immerhin. Dann müssen wir nicht nochmal ganz von vorn anfangen, wenn wir jetzt sterben. Ach, da drüben sind sie ja. Da, da wo ich hinzeige. Monorail beschädigt, bitte reparieren. Tatsächlich, wer hätte das gedacht? So, jetzt habe ich dummerweise aber vergessen, was die so erzählt haben hier. Mit der Platine weiß ich gar nicht, was wir jetzt hier irgendwie machen sollen. Ja, meine Aufmerksamkeit mal wieder. Ich nehme mal an, wir gehen einfach weiter und schauen mal, ob wir irgendwo eine Platine finden. Flup, flup, flup. So, zwei Richtungen, das ist nicht gut. Nein, mein Freund, vergiss es. Du Arschkrampe! Verrecke! Nee. Geh zurück! Weiche! Arschloch! So, laden wir mal nach. Ein Stasepack, was auch immer das ist. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr so bewandert hier. Ich glaube, man konnte damit irgendwie die Gegner einfrosten oder sowas. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nein, ich will doch gar nicht speichern. Zurück. So, Isaac, du darfst das ja aufsammeln. Das wollte ich eigentlich von dir. So. Okay, Moment, ich gucke erstmal hier drüben. Das sieht so aus, als ob es hier weitergeht, wo ich jetzt gerade war. Deswegen schauen wir erstmal hier. Nein. Nee, hier geht's weiter. Okay, dann gucken wir doch, was da drüben. Man muss ja alles mitkriegen, ne?
So. Natürlich, wer hätte das gedacht? Aber wir finden noch ein bisschen Punkte. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Gut zu wissen. Ja, ich dachte eigentlich, dass das Punkte sind, aber war dann wahrscheinlich doch irgendwas anderes, irgendeine Audio... irgendeine Audio-Nachricht. Ja, kuller dich mal woanders hin, kleiner Rübenkopf hier. So, schauen wir mal, was es hier drüben noch so gibt. Nachgeladen hatte ich? Ja, sehr gut. Ups, falsche Taste. So, du warst nur ein Opfer, ne? Ja, alles klar. Sicherheitshalber mal... Vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wie ich... Ja, wie ich soeben schon mitgekriegt hatte. Aber ihr könnt natürlich noch sicher gehen und es noch fünfmal sagen. Dann weiß ich auch, dass ich die Gliedmaßen abschneiden soll. Okay, wenn Sie Gegnern Gliedmaßen abtrennen, sparen Sie Munition und bewirken mehr Schaden. Trennen Sie Gliedmaßen ab, um Gegner schneller zu töten. Zerstückeln Sie Gegner, um sie zu verlangsamen. Welch eine Freude. Gut, los geht's. Mann, ich bin aber auch doof. Ich muss mich erst hier dran gewöhnen. Ich will irgendwie immer mit Leertaste alles machen. Nein? Nicht schön. Ach, hier ist ja sogar was. Das ist aber schön. 1000 Punkte nehmen wir gerne mit. So, gucken wir mal. Habe ich gerade was gehört? Was? Was? Nein? Stasemodul! Okay, Stase verlangsamt, schnelle Objekte und Feinde. Zielmodus, rechte Maustaste schießen. Rechte Maustaste? Hä? Stasepax, wie auch immer. Probieren wir es mal aus. Das scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stasemodul, das du gerade aufgerufen hast. So was mit C? Ah, okay. I. Nicht lecker. Mit C, das ist ja auch komisch. Na gut, kann ich ja mit dem Daumen ganz gut noch erwischen, wenn ich hier sowieso auf der Leertaste rumhocke mit dem. Schauen wir mal. Stasepack? Okay. Gut, dass das immer so aufploppt. Ich würde ansonsten einfach drüber rennen. So, was haben wir hier? Notice. Report all injuries at once. Ja, wird bestimmt schön was an Informationsflut gerade eingehen. Wenn sie denn noch dazu kommen. So, da drüben geht's weiter. Nein! Speichern! Was? Ich glaube, das war gerade irgendwie taktisch unklug, das so zu machen. Okay, speichern. Nein! Was? Warum? Ich bin kein Fan von Dunkelheit. Ach, gut. So, gucken wir mal hier drüben. Auf Toilette gibt es bestimmt irgendwas Gutes für uns. Erstmal bei den Frauen lunchen gehen hier. Huch. Was die hier so an Scheiße ansammeln. Ha. Also jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern metaphorisch gesehen. Was steht da hinten? For a good... Irgendwas... Ach, kann ich nicht lesen. Egal. Notice. Wash hands before returning to work. Mensch. Okay, hier drüben auch noch irgendein... Sicherheitshalber. Aha. Nehmen wir gern mit. So, jetzt aber mal weiter. So, hier drüben war zu, ne? Jawohl, dann gehen wir in die andere Richtung. Wird dann wahrscheinlich auch... Ja, das ist unsere Richtung. Da gehen wir lang. Da war zu. In Ordnung. Okay. Dein Stasemodul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Was? Setzen Sie Stase ein, um was zu verlangsamen? Ich bin jetzt gar nicht drauf eingestellt gewesen, dass da irgendwelche Ratschläge kommen.
Was haben wir denn hier? Energieknoten. Nehmen wir mit. Was auch immer der macht, werden wir bestimmt noch rausfinden. So, dann gucken wir mal. Irgendwas mit der Stase. Aktivieren. Kralle gelöst. Kralle befestigt. Na Mensch. Und das hat uns jetzt was gebracht? Ja, gucken wir mal, wa? Stasestation. Scheiße. Und zack. Ja, du darfst die Beine auch abschneiden. So, komm drauf auf den Sack. Ja, mit Stase ist das besser. Wenn ich die Stase hab, dann ist mir das ganz lieb, wenn die Gegner kommen, dann habe ich kein Problem damit. So, Zugreparatur, Fehlfunktion, Haltekrallen manuell anbringen, um Reparatur zu beginnen. Geht klar. So, drüben mal. Geh weg! Drecksack. So, drüben haben wir ja schon, dann machen wir die ja auch mal fest. Was? Bitte, wieso? Geht's noch? Bleib dran! Naja gut, machen wir erstmal hier. Sammeln wir erstmal. Wir scheinen ja... What? Du Arsch! So, noch mal ein bisschen drauf hier. Okay. Jetzt habe ich natürlich dummerweise nicht zugehört. Irgendwas mit Stasemodul. Okay, wir laden auf jeden Fall mal nach. Nachladen, danke. So. Erst nochmal die Stase aufladen. So, deswegen ist das Ding ja wahrscheinlich auch da. Huch. So, wir sollen drücken und dann die Stase drauf wirken, nehme ich an, damit das dann noch fest ist, wenn wir hier... Gut, machen wir das mal. Aha. Juhu! Die Welt der Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Okay, wo ist der Einstieg? Alter, ist das laut auf meinem Ohr. Alfred, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Na, was das wohl sein wird? Seh dich! Was? Lass dich einstasen! Arschloch! Sicherheitshalber nochmal drauf! So, Credits! Yeah! Also ich muss sagen, mit Stase macht das Spaß. Mit Stase kommt die Spase. Weg. Das ist eklig. So, wo sollen wir denn lang jetzt eigentlich? Geht's hier drüben irgendwie weiter? Nee. Gucken wir mal. Zurück. Ah, zurück. Na dann. Na da ist ja alles in Ordnung. So, dieses eklige Geflapper hier hinter mir ist auch widerlich. Gut. Gucken wir mal. Sollte vielleicht nicht so ungescholten hier durchrennen. Hallo? Du bleibst aber oben, oder? Was? Ork? Hat er gerade Ork gesagt? Was auch immer. Gut. Von da sind wir gekommen, wa? Da drüben war nix. Okay. Ich bin mal mutig und speichere nicht.